So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go. Und es ist soweit. Ein neues Event ist gestartet. Seit 10 Uhr läuft das Berge von Macht Event in Pokémon Go. Gibt an sich nicht viel Neues, außer vielleicht das Shiny Schneckmark. Oder wer halt noch ein paar Macholo-Bonbon sammeln möchte, guckt mal in euren Heute-Tab. Da seht ihr eine Forschung. Eine Forschung ist am Start, die man machen kann. Ansonsten, wer das Ticket hat für die Johto-Tour, der hat auch noch die Erfahrungspunkte-Forschung, die den ganzen Januar läuft. Könnt auch mal abchecken, wie weit ihr da seid, dass ihr das nicht vergesst. Gleichzeitig ist Raid-Boss-Wechsel. Heatran ist in den Raids. Ab 11 Uhr kann man den jetzt raiden. Gleichzeitig auch Mega Aerodactyl. Ich habe jetzt geguckt, am Theater geht ein Heatran auf und am Löwen geht ein Mega Aerodactyl auf. Eigentlich wollte ich Heatran machen, aber wir werden jetzt als erstes als Community Raid einen Kacksprühl machen, weil wir heute Abend, das kann ich jetzt auch schon mal ankündigen, heute Abend ab 18 Uhr gibt es dann Mega Raids für Zuschauer mit Kacksprühl. Obwohl Freitag ist und Freitag eigentlich mein freier Tag ist, möchte ich trotzdem heute eine Stunde lang mega Kacksprüh-Raids machen. Mit dem Thomas denke ich mal, dass der da ist und Zeit hat. Ansonsten finde ich es richtig herrlich. Wenn ihr mal so guckt, ist plötzlich Schnee auf Aufdacht, ne? Schnee ist Aufdacht, hätte ich gar nicht mehr für möglich gehalten, dass es auf einmal schneit. Wir gehen jetzt zum Löwen, weil da der Raid stattfindet. Dann zeige ich euch mal, wer sich alles eingetragen hat, wen wir einladen. Und dann bin ich mal gespannt, ob alle angenommen haben. Bis eben habe ich gesehen, ich habe 5 geedit und nur 2 haben angenommen. Aber war ja noch ein bisschen Zeit. Ich muss auch mal gucken, wo wir uns hinstellen. Normalerweise stelle ich mich immer hier unten hin. Weil hier ist ja wie so ein Fensterbrett, was halt jetzt vollgeschneit ist. Da ist übrigens der Löwe. Wie gesagt, normal stelle ich mich hier unten hin, weil hier ist ja immer so ein schöner Baum. Gerade im Sommer oder so hast du hier Schatten, weil da der Baum ist. Im Herbst hast du hier, ist es hier trocken, weil da der Baum ist. Aber im Winter siehst du, dass das egal ist, weil es ist kein Baum mehr. Und das ist nass. Also ob ich es jetzt hier hinlege oder da drüben hinlege, ist wahrscheinlich egal, aber ich werde mal probieren, dort bei so einem Fensterbrett. Vielleicht ist es dann noch höher. Haben wir wenigstens mal eine andere Location dabei. Und, Alter, das ist so weihnachtlich. Guckt ihr das doch an. Aber zuerst guckt euch nochmal den Löwen an. Denn das ist die Arena. Tanzende Löwen in Hildburghausen hier. Da drüben werden wir uns jetzt irgendwo hinstellen. Und werden dann mal gucken, wer mitmacht. Ob alle reinkommen, ob es ein Shiny gibt, brauche ich aber nicht. Ich brauche mega Energie, damit ich wieder dreimal, also 3 Raids für das männliche, 3 Raids für das weibliche zum Entwickeln. Ich möchte das ja immer alles komplett haben. Jetzt melde ich mich aber gleich zurück, wenn ich mich hier niedergelassen habe. So, ich habe gerade mal reingeguckt, also bei dem einen Account haben 3 angenommen, 2 fehlen noch. Bei dem anderen Account haben 2 angenommen, 3 fehlen noch. Das kann ja was werden. Wir gucken jetzt mal hier auf den Kanal kurz drauf, wer überhaupt geedit wurde und warum derjenige geedit wurde. Da gibt es nämlich bestimmt wieder Komplikationen. Hier steht nämlich dann immer im Community-Tab eine Uhrzeit, 11.15 Uhr. Mega Aerodactyl Community Raid, Ramses Raid Party und Ramses Raid Mania laden ein. Und ihr seid nicht befreundet mit diesen Accounts. Das sind nämlich die Raid-Accounts von Raids für Zuschauer. Und die haben keine Freunde. Ihr müsst bei Raids für Zuschauer immer adden, neu am Anfang der Sendung. Und auch jetzt habe ich die genommen, weil da es einfacher ist für mich. Ich muss da keinen markieren. Also schreibt ihr eure Sachen hier rein. Und ich adde euch dann. Und so sieht das dann aus. Die ersten 5 sind Schnitzelmann, Genaya, Toxic, Lennart und Sarina. Und die zweiten 5 wären Fernraid Go AMK, Master Martin, Methylen und Borki.
Dann steht da der Paul. Den Paul habe ich dreimal eingegeben. Und jedes Mal stand da, Spieler nicht gefunden, denn sein Trainercode ist falsch. Meiner Meinung nach. Ich weiß nicht, ob er den kopiert hat oder einfach reingeschrieben aus dem Kopf heraus. Da muss auf jeden Fall ein Zahlendreher drin sein, denn ich konnte ihn nicht adden. Und weil ich ihn nicht adden konnte, habe ich den nächsten genommen und das ist hier der Tobi. Und der Rest ist leider nicht dabei. Der Hannes schreibt, er ist vor Ort, aber ich muss ja eh wieder eine private Gruppe machen, dass hier keine Fremden reingehen. So, dann gleichzeitig können wir mal hier auf die GoTool-App gehen und können uns das mal reinziehen. Denn da stehen ja immer die 100 IV-Werte drin, da stehen die Konter dabei, das habe ich euch letztens schon mal gezeigt. Wir gehen jetzt einfach auf die Liste zum Kopieren, dass wir hier, mega, zack, mega, gehen wir runter, haben wir hier das Kacksprühl, Wasser, Donner, Stahl, Wasser, Gestein, alles mögliche. Wir kopieren jetzt einfach mal die Konter. 15,90 muss es haben, das ist nix, das ist wirklich nix. Jetzt gehen wir einmal hier rein, gucken uns das mal an, was es uns jetzt hier zeigt, welche Pokémon es vorschlägt, wenn wir auch gerade nach WP sortiert gehen und haben hier Feuer-Pokémon, Feuer, Stahl, Wasser, Feuer, Eis, Eis, Feuer, noch mehr Feuer, Feuer, Feuer. Wo ist denn da jetzt Elektro dabei? Sehe ich nicht. Egal. Ach, ich glaube, ich kämpfe einfach mit dem, was es vorschlägt, in der App und dann ist mir der Rest wurscht. Jetzt ist es genau 11.11 Uhr. Das heißt, wir werden noch kurz warten. Vielleicht nehmen die restlichen noch an. Sehen uns dann gleich im Kampf wieder. Wo ist denn hier Wasser? Kein einziges Wasser-Pokémon dabei. Aber die Anzeige wird wahrscheinlich schon wieder falsch sein und zeigt einfach an, dass die Wasser-Moves können, obwohl die gar keine können. Jetzt muss ich nochmal reingucken. Das verwirrt mich so sehr. GoTool war immer so genial. Ich habe das so gefeiert, diese App. Alles immer vereint in einer App. Alles, was du brauchst, alle Infos, alle News, alle Raid-Bosse, alle Eier, alle sonst wie. Was steht denn hier überhaupt? Es steht hier. Naja, aber das würde ja passen, dass ein Turtok Wasser attacken kann. Und eine Sekrom mit Elektroattacken. Sonst sind die komplett durcheinander gewürfelt, aber keine Ahnung, taucht nichts davon auf. Egal. Wir sehen halt im Kampf, das Ding ist hier Gestein und Flug. Deswegen okay, Wasser gegen Gestein, Elektro gegen Flug. Okay, okay, dürfte alles passen. Aber es zeigt mir keine davon an. Keine Ahnung, keine Ahnung. Schreibt ihr mal rein, was euer Team ist, mit wem ihr kämpft. So, das Ding geht auf jetzt in 2 Sekunden. Es fehlen immer noch 2 Leute auf dem zweiten Handy. Die letzten, die ich geedit habe. Der Tobi war der letzte, den ich geedit habe. Da war der erste, der sogar angenommen hat. Aber es fehlen jetzt immer noch 2 Leute auf dem vom zweiten Fünferpack. Müssen es jetzt hier wieder privat machen. Wir drücken jetzt also einmal hier, wir drücken einmal hier, wir drücken einmal hier. Wir müssen dann den Code eingeben bei allen anderen. So, Gruppe erstellen. Katze, Pikachu, nochmal Katze. Okay, gehen jetzt hier rein. Laden jetzt ein. Den schieben wir mal kurz weg. Und zwar machen wir einmal hier Schnitzelmann, Lennart, Blood and Tears, Toxic, Shenaya und hier Heise. Mithylen, Borki, es fehlen 2, ich kann nichts dazu, Bruder. Hey, bist du live? Servus, ja, ich mach grad Video. Hey, das ist Pokémon. Dankeschön, schönen Tag noch. Ich wünsche dir noch viel Spaß. Ja, habe ich auf jeden Fall. So, jetzt sind 6 Stück drin. Wir wollen ja sehen, dass der Hannes noch reinkommt. Das heißt, wie viel sind wir denn? Ich, 3, 5? 6, 7, 8, 8 plus 3, 11, bei 11 aufmachen, weil ja 2 nicht reinkommen, sonst wäre es ja anders, noch mehr, vielleicht bei 50 und es ist so dunkel, Bruder, ich schwöre, jetzt sind es 10, einer fehlt noch, glaube ich, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ja, einer fehlt, wenn einer noch drin ist, kann ich es auf jeden Fall aufmachen, denn mehr können gar nicht rein. Diese Arena ist zu weit weg, steht jetzt hier. Naja, wir stellen es jetzt mal öffentlich. Jetzt steht auch 11 dran. Und mal gucken, ob Hannes noch reinkommt. Der wollte ja vor Ort mitmachen. Und vielleicht schafft es auch
Kuli Dieter rein, hat nämlich auch gesagt, ich wäre dabei. Das ist voll schlimm, wenn ihr hier steht mit so einer schwarzen Jacke. Das ist einfach nur komplett dunkel. Vielleicht soll ich die Jacke einfach aufmachen, mich so hinstellen, ne? Dann haben wir hier wenigstens mal Licht im Dunkeln, aber es ist ja kalt, deswegen müssen wir uns ja so hinbrezeln. So, wer ist jetzt hier reingekommen? Jetzt muss ich ganz hinter gucken. Eiwa Scharf ist auf jeden Fall drin. Und jetzt steht die ganze Zeit, diese Arena ist zu weit weg. Und hat mich wieder rausgeschmissen. Toll. Die Arena ist immer noch zu weit weg. Jetzt macht es bestimmt eine neue Lobby auf. Ja, Mann. Neue Lobby, Bruder. Ich schwöre. Und jetzt? Nix. Warum machen die das denn? Das hätte doch so gut funktioniert. Vor allem für die Interaktionen, ja. Mann, Interaktionen, guck dir das an. Jetzt steht er ganz alleine hier. Also mit Spoofen wäre sowas nicht passiert. Das muss ich jetzt mal dazu sagen. Also das finde ich auf jeden Fall schon ein bisschen, ja, bisschen blöd jetzt, ne? Ihr könnt ja hier gucken, solange wie der Kampf zu Ende geht, ne? Das heißt, ich habe noch nichts gerissen heute. Ich habe auch noch meinen Pass. Ich kann mich dann auf C-Train konzentrieren. Bester Vorführeffekt ever. Oh mein Gott, so ein Scheiß. Danke, Niantic, du bist der Beste. Die Arena ist auf jeden Fall zu weit weg, obwohl ich direkt in der Arena, ich habe die Arena förmlich geschmeckt. So weit war ich da drin. Dann können wir das nämlich hier wegschieben. Dann können wir hier nämlich mal kurz durchdrücken. Dann können wir euch auch gleich sagen, wer gefehlt hat vielleicht. Wir können gucken, ob hier ein Shiny dabei war irgendwo. Sieht halt jetzt alles nicht so gut aus. 1944, 1939. Ja, da kommt halt jetzt ein ganz normales Aero-Kacksprüh raus. Ja, das lasse ich jetzt auch einfach weg. Das fange ich jetzt gar nicht. Ich will jetzt aber wirklich mal gucken, wer es vermasselt hat. Also gehe ich nochmal auf YouTube. Auf Community. Ist halt schade, wenn sich mehr Leute eintragen, als Platz ist. Und die, die eingeladen werden, nicht reingehen. Und die, die nicht eingeladen wurden, gerne mitgemacht hätten, aber irgendwie gar nicht mitmachen können. Fanraid, da haben wir es doch schon. Heiko. Heiko hat gefehlt. Master Martin hat auch gefehlt. Methylene, Heise, Borki waren da. Also Master Martin und Heiko haben gefehlt, haben nicht mitgemacht, haben den Platz der anderen verschwendet. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Und ich hab die Schnauze jetzt voll, ich mach das Ding jetzt hier aus und geh nach Hause. Keine Ahnung. So nicht, ne? Jetzt könnte ich einen ansetzen hier, Heat Train, weil der am Stadttheater gleich aufgeht in 5 Minuten. Aber ich gehe jetzt erstmal heim und werde erstmal zu Hause jetzt das Video schneiden, hochladen. Ist halt so, mache ich halt jetzt das Video. Kein Problem. Geht halt nicht anders. Peace out. Wenn ihr dabei wart, habt ihr ein Gutes bekommen, habt ihr ein Shiny bekommen? Wie findet ihr Mega Aero Kack Sprühe? Schreibt es mal in die Kommentare. Aber ich habe gute Laune, weil es schneit. Da freue ich mich immer besonders mit meinen Gummischuhen. Die müssen immer dabei sein. So, peace out, Vorhaut, euer Ramses.